Also es ist ganz egal, ob die Kinder forschen, experimentieren, bauen, konstruieren. Sprachbildung ist halt der Bereich, der überall mit hineinfließt und nichts passiert losgelöst von sprachlicher Bildung. Mein Name ist Lauren Schiefelbein, ich leite den Fröbel-Kindergarten Heidexen in Berlin-Neukölln. Wir sind ein ganz lautes, buntes, diverses Haus mit Kindern und Fachkräften aus etlichen diversen Hintergründen. Sprachbildung ist von ultimativem Stellenwert. Wir betrachten die Familiensprache als Kompetenz, die bereits mitgebracht wird von zu Hause aus. Und bemühen uns deswegen eben auch darum, sie sehr zu wertschätzen und bestmöglichst in den Alltag zu integrieren. Wir haben pädagogische Fachkräfte, die die Sprachen der Kinder sprechen. Die Sprachen der Kinder sind in unserer Bilderbuchauswahl sichtbar. Wir singen auf ihren Sprachen. Wir sind im Grunde dazu in der Lage, die Kinder auf ihren Familiensprachen zu begrüßen. Das ist sichtbar an kommunikationsunterstützenden Bildkarten oder sich selbst erklärenden Piktogrammen. Im Endeffekt ist es aber sichtbar an der Sprechfreude der pädagogischen Fachkräfte und an der Interaktionsqualität oder an der Dialoghaltung, wie sie mit den Kindern von der Begrüßung am Morgen bis zum Abschied am Nachmittag umgehen. Damit Sprachbildung gelingen kann, ist es wichtig, dass sich alle beteiligten pädagogischen Fachkräfte immer wiederkehrend mit ihrer sprachlichen Qualität auseinandersetzt. Im Idealfall sprechen alle pädagogischen Fachkräfte auf so einem hohen sprachlichen Niveau, dass sie beschreibend mit den Kindern ins Gespräch gehen, dass sie den Kindern geschickt Fragen stellen, sie zum Selbstsprechen anregen, dass sie wissen, wie gebe ich korrektives Feedback. Lesen hat einen ungemein hohen Stellenwert. Vorlesen, dialogische Bilderbuchbetrachtungen, aber auch das freie Philosophieren. Generell ist es ganz, ganz wichtig, dass die Interessen der Kinder eingefangen werden und dass wir bedürfnisorientiert dabei vorgehen. Der gesamte Alltag der Kinder sollte im Idealmaß so ausgerichtet sein, dass sie in Sprache baden. Alltagsintegrierte Sprachbildung heißt eben, dass alles vom erzieherischen Handeln, von der Dialoghaltung bis hin über die Ausstattung und die Spielgaben oder die Materialien der Kinder so ausgerichtet ist, dass Sprachbildung betrieben wird, dass sie lebt, dass alle Kinder in den Genuss kommen. Wir haben eine ganz offene Haltung den Eltern gegenüber. Die sind dazu eingeladen oder auch dazu angehalten, bei uns im Haus zu bleiben. Die dürfen ihren Kindern im Spiel zusehen, die dürfen nachmittags beim Abholen mit im Garten bleiben. Das machen wir aber vor allem, damit wir so exemplarisch wirksam werden können. Gerade wenn uns die Mittel fehlen, denen das sprachlich zu erklären, dann sollten sie sehen, wie wir arbeiten, wie wir mit ihren Kindern sprechen, wie wir ganze Prozesse erklären. Wir nehmen uns von Anfang an viel mehr Zeit für einzelne Elterngespräche. Entweder besorgen wir oder aber die Familie jemanden zum Übersetzen. Wir zum Beispiel befürworten aber auch im Alltag den Gebrauch der Familiensprache unter den Kindern. Das ist eine sprachliche Kompetenz, die nimmst du idealerweise mit durch dein ganzes Leben. Und das darfst du ausleben, das darfst du Freude dran erfahren und empfinden. Kinder, die auf ihrer Erstsprache versiert sind, haben es in der Regel auch leichter, die Zweitsprache oder Deutsch dann als Zweitsprache zu erwerben.